Mandelbaum hat mich deswegen, der so, gerade dieses Ewigkeitsgasse hat mich so interessiert und mich sehr damit beschäftigt, weil ich wollte, dann habe ich irgendwie wie Illustrationen von dem Buch. Das Buch hat mich inspiriert, Herrn Nahles kennenzulernen. Das Hauptthema ist in Herrn Nahles. Und ich habe dann mich mit Herrn Nahles beschäftigt und habe dann eben angefangen, das Haus anzuschauen, wo er geboren worden ist. Die Ewigkeitsgasse, Telemanngasse Nummer 8 und dann Telemanngasse Nummer 6 ist ja der Kunstraum. Ulkigerweise auch noch ein Bekannter von mir, den ich Ewigkeiten kenne, der Ali Roschitz. Und der hat den Kunstraum. Und dann, ja, dann hat sich das alles so noch mehr intensiviert. Fading away of the beloved person. And one of the last words my wife said to me, you're born, but you have to do justice to the life you've got left. Bis am ersten Kontakt mit dem Herrn Morten haben wir gehabt, im Februar 2007, anlässlich einer Lesung von ihm im Volkstheater. Da hat er im Extrazimmer des Volkstheaters, das ist der Empfangsraum, das sogenannte Führerzimmer in Wien, hat er eine Lesung gemacht und im Zuge dessen habe ich die Möglichkeit benutzt, ihn zu fragen, wann er denn einmal nach Hause kommen würde in seine Telemanngasse. Und der hat also ohne nachzudenken gesagt, Mittwoch 15 Uhr. Und das war er auch dann pünktlich. Er ist dann mit so riesen Turnschuhen, also für einen 85-Jährigen eher unüblich, mit einem Trenchcoat durch seine Gasse marschiert. Und ich habe ihn gefragt, warum er sich eigentlich nicht ein Taxi genommen hat. Er hat gesagt, nein, zu Hause geht man, nach Hause geht man immer zu Fuß. Wir schöpften den Traum aus und wurden von ihm betrogen. Bestellten Kindermädchen ein, trugen Blue Jeans und Blazer, erstickten im Müll und schrieben ein Buch, von dem 8000 Stück in der Woche verkauft wurden und wankten täglich voll mit Thorazin zu unserem Analytiker. Wir schafften es. Beinahe. Wir wussten, es gab einen Weg, es hinzukriegen. Es stand uns bis hier. Wir hielten es aus, wir kämpften uns durch Scheidung und Bankrott und kamen durch, um Haaresbreite und schwitzten weiter. Warum? Weil die Fabrik machte und macht. Ich kann sie nicht mehr an Samstagen anhalten, wie ich es einmal konnte, in Wien, mit meinem Vater. Die Fabrik, diese Maschine, die rattert und rattert. Eine andere Maschine, die Herzmaschine, ist gestern stehen geblieben. Und deswegen bleibt dieser Sessel heute leer. Thank you.
der Kunstraum Ewigkeitsgasse ins Leben gerufen worden? Der Kunstraum Ewigkeitsgasse ist durch Zufall eigentlich entstanden, weil ich für einen bekannten Freund, für einen bildenden Künstler hier in dieser Gegend da, eben in Hernals, ein Atelier besichtigt habe. Mhm. Und zufälligerweise war dieses Atelier in den ehemaligen Räumlichkeiten der Fabrik der Familie Mandelbaum. Was habe ich gemacht? Also ich habe gemalt als erstes das Geburtshaus, das heißt, wo Frederik Mort geboren worden ist. Dann habe ich angefangen, die Synagoge gibt es nicht mehr. Dann habe ich erst mal festgestellt, bin ja Deutsche. Also so ganz Wien, ich bin schon in Wien. Wien interessiert mich sehr. Ich habe auch früher schon immer wieder dieses Alt-Wien gemalt. Und dann auf einmal komme ich drauf, die Synagogen gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt nur noch im ersten Bezirk eine Synagoge. Und die Synagoge, wo der Frederik Morten früher immer mit seiner Familie war, die ist abgerissen und da gibt es einen Neubaublock. Alles zerstört, es gibt es nur mehr unterirdisch, glaube ich. Ja. Es war einmal da ein Spielplatz und da ist man eingebrochen, weil unterirdisch alles ist. Aber das wurde dann aufgeschüttet. Und unterirdisch ist noch irgendwo? Unterirdisch könnte noch was sein, aber es ist zugeschüttet worden, eben weil der Spielplatz war, damit die Kinder nicht einstürzen. Ah, ja. Na gut. Ich habe das Buch gelesen, Ewigkeitsgasse, da hieß ja das Dorf oder die Ortschaft Warunki. Dieses Warunki gibt es ja nicht. Und ich war dann in diesem Atlas, im Atlas, also nicht im Google, also nicht im Internet, sondern alles noch mit einem Buch halt angeschaut. Warunki ist nicht da. Dann habe ich ein Buch bekommen über den Zwang der Unrast von Frederik Morten. Habe dort gelesen, gleich am Anfang, dass die Verwandtschaft von Induna Setahel. Dann gleich wieder zum Atlas hingesaust, wieder rausgeschaut, Induna Setahel. Und dann gibt es eine Ortschaft, die heißt Dunajska Streda. Und das ist so in der Slowakei, an der ungarischen Grenze. Nur das kann es sein. Und dann sind der Chris und ich, wir zwei, sind dann hingedüst mit dem Zug. Und es gibt dort einen jüdischen Friedhof. Sehr interessant, ja, ist kein Vandalismus, man kann frei dort reinkommen, ohne dass man einen Schlüssel holen muss. Eine Roma tut ihn betreuen und ihr Sohn tut ihn auch restaurieren, und zwar die Schriften, die hebräischen Schriften
nachziehen, dass man dann wieder die Schrift richtig deutlich sieht. Also wer liegt wo? Die frei. Siehst du die? Der jüdische Friedhof hat mich sehr stark beeindruckt, hat mir sehr gut gefallen. Der Friedhof ist sowieso immer was Schönes. Es ist egal, ob das jetzt der Zentralfriedhof ist, der Marxer Friedhof, der jüdischer Friedhof, ist was Schönes, wenn nicht irgendwie Vandalismus passiert. Museum am Karlsplatz. Da haben wir dann fotografiert, also Chris und ich. Wir waren dort und haben dann da kriegt man ja die Fotos nicht mit. Da muss man dann dort, das kann man sich anschauen. Und dann, ich hatte Gott sei Dank die erste Mal den Ali, den Vorschitz. Er hat mir schon mal ein bisschen ein paar Fotos gegeben. Schwarz-weiß Bilder von dem Geburtshaus von ihm. Das gibt's ja noch, das ist nicht abgerissen. Und die bestimmte Fotos schwarz-weiß und die Frau Neuhold vom Bezirksmuseum. Ja, und es waren teilweise sehr, sehr für mich sehr gutes Material zu malen. Frau Neuhold, Sie und Ihr Mann waren ja enge Freunde von Herrn Frederik Morten. Wie und wann haben Sie ihn denn kennengelernt? Frederik Morten haben wir kennengelernt, als er zu uns ins Bezirksmuseum Hernals gekommen ist. Einfach als Besucher. Er wollte sich das einfach anschauen. Und dann war er sehr angetan, sehr begeistert. Und er war für ihn so eine Reise in die Vergangenheit, ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Er war sehr begeistert und ist immer wieder gekommen, wann immer es ihm ausgegangen ist. Er kam ja zweimal im Jahr nach Wien, ist er zu uns ins Bezirksmuseum Hernals gekommen. Wir haben uns immer sehr gefreut und haben auch einige Geburtstage mit ihm hier gefeiert. Also es war immer sehr, sehr nett mit ihm. Er war wirklich ein Gewinn für uns. Der Herr Frederik Morten hat ja in New York seine eigene Hernalser Ecke gehabt in der Wohnung. War jetzt sehr heimatverbunden. In seiner Wohnung in New York hat er eine Ecke gestaltet mit alten Ansichten aus dem Bezirk, aus Hernals, aus seiner Vergangenheit. Als er beim Engelmann Eislaufen war, von seinem Schulweg, von den Großeltern. Also einfach eine schöne, nette, kleine Ecke. Und da hat er sich wohl gefühlt. So. Bitte sehr. Ja. Frederik Morten und die Mannerschnitten, das ist ja doch irgendwie eine recht enge Beziehung auch. Wie und warum, die ist denn die Geschichte mit den Mannerschnitten, was ist da passiert? Die Geschichte von Frederik Morten und Manner ist eine ganz besondere. Die Familie Mandelbaum, so hieß ja Morten früher, musste flüchten. 1938. Man ging zunächst nach England und dann später nach New York. Am Tag der Flucht gab ihm die Hausbesorgerin, die Frau Ecker, hat ihm also in der Früh ein Backerl Mannerschnitten gegeben, etwas Süßes für die große, weite Reise. Und der Fritz Mandelbaum hat diese Mannerschnitte, dieses Backerl, in seinen Mantelsack gesteckt und dort ist es runtergerutscht. Mantelsack hat ein Loch gehabt und das ist runtergerutscht in den Saum. Er hat es vergessen, man war auf der Flucht, es war also alles turbulent, durcheinander, man musste sich um Visa kümmern und lauter solche Sachen. Er hat die Mannerschnitten vergessen. Er hat sie 3 Wochen oder länger noch vergessen und dann erinnert
erinnert er sich plötzlich wieder daran. Und sie haben noch immer so gut geschmeckt. Und das war so lieb. Er hat also die Geschichte niedergeschrieben. Er hat sie bei uns im Museum vorgelesen. Und nachdem, also es waren auch also Firmen, also Angehörige, war eine große Anzahl hier vertreten. Und die waren natürlich begeistert, dass dem Friedrich Morten nach so langer Zeit die Mannerschnitten noch immer so gut geschmeckt haben. Das ist die Geschichte mit den Mannerschnitten. Und ich habe also immer an ihm bewundert, seine Einstellung zur Stadt Wien, die also ja geprägt war durch viele Ereignisse in seiner Vergangenheit. Und er hat immer eine tolerante Haltung gehabt. Er war ein Sir, er war nie verbittert und das hat mir immer so gut gefallen, seine Einstellung zu seiner Stadt, die er ein Leben lang geliebt hat. Ja. Das ist immer wieder herausgekommen. Er hat sein Wien und sein Hernals immer geliebt. Und darum ist er auch, glaube ich, so gerne ins Bezirksmuseum gekommen. Ja, leider habe ich den Herrn Morten nicht mehr kennengelernt. Ich kam einen Tag zu spät. Ich wollte ihn so gerne kennenlernen. Sie sind auch einen Tag zu spät gekommen. Genau. Er hätte am nächsten Tag die große Veranstaltung gehabt und ist in der Nacht vorher leider Gottes in Wien, in seiner Heimatstadt ist er gestorben. Ja, Frau Neuholz, Sie und der Herr Worschitz haben mir ja sehr geholfen bei meinen Recherchen. Leider konnte ich ja den Herrn Morten nicht mehr kennenlernen, aber meine Ausstellung findet trotzdem statt. Leider ohne ihn, aber er ist bei uns. Wir haben auch immer Friedrich Morten in einer kleinen Ausstellung bei uns ausgestellt und er wird bei uns immer ein Bestandteil in unserem Museum bleiben. Ja. Das hat uns natürlich schon sehr getroffen und vor allem war es sehr überraschend, weil er ja trotz des hohen Alters irgendwo geistig mitten im Leben gestanden ist und offizielle Termine in Wien wahrgenommen hat. Und das war eigentlich einen Tag vor einem Termin auch mit uns oder vor einer Veranstaltung, die dann halt ohne ihn stattfinden musste. Und die Arbeit oder die Kulturarbeit, die hier im Vereinslokal von Welt und Co. eben in der Telemanngasse gemacht wird oder auch in Zukunft gemacht werden wird, hängt natürlich teilweise schon mit der Geschichte des Hauses zusammen. Nur es fehlt uns mit dem Ableben des Herrn Morten natürlich der Teil, der diese Geschichten erzählen konnte und der diese Geschichten immer wieder neu ausgeschmückt hat und der immer wieder das Ganze belebt hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich, rückblickend, so ein bisschen looking back to future zu betreiben, um vielleicht aus der Vergangenheit, aus der Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Frederick Morten auch für uns, auch für die Zukunft was zu lernen und unser Programm immer wieder natürlich zeitgemäß, genauso wie rückblickend zu gestalten und auf jeden Fall den Weg oder diese Jugendlichkeit oder dieses neue Finden von Ausdrucksformen in der Kunst natürlich auch weiterzutragen. Und da haben wir einen guten Rückhalt auch in der Tochter des Herrn Morten, die ja in New York lebt und die selber Filmemacherin ist. Und die will natürlich, dass diese Brücke zwischen New York und Wien erhalten bleibt und dass es auch zu einem Austausch von kulturellen
Programmen kommt möglicherweise. Und das ist eigentlich das, was wir uns für die Zukunft vorstellen, dass man auch mit der Stadt Wien und vielleicht mit dem Österreichischen Kulturinstitut in New York ein bisschen näher zusammenrückt und als Bindeglied diese Geschichte der Familie Mandelbaum hernimmt. Und da sind ja die Bilder ganz recht jetzt. Und die Ausstellung jetzt, die auch im Zusammenhang mit dem Bezirksmuseum Hernals und mit dir und auch mit meinem Zutun vielleicht oder mit dem, was wir da an Unterlagen haben, zustande gekommen ist, ist natürlich einer dieser ersten Schritte in die genau richtige Richtung, so wie wir es uns auch vorstellen. Ja, das ist ja eben, Allah kann das nicht machen. Hunderte, Tausende müssen es sein und jeder muss alles riskieren. Alles. Ist der Rock spielen, das Café aus der Möglichkeit frei und am Ende vielleicht das Leben. Jetzt, wo wir die Ostmark sind, ist halt alles anders. Ja, die Ausstellung, die ist es jetzt mal der Anfang, das ist quasi eine Premiere. Und ich möchte da weiter recherchieren. Es sind jetzt derzeit sind 6 Bilder entstanden. Und ich möchte mehr malen, noch mehr. Also die Geschichte aufarbeiten, was seine Geschichte ist. Mich mit dem beschäftigen, weil ich bin ja aus Ostdeutschland. Und ich komme aus Gera, nicht aus Wien. Und Gera gibt es auch, es ist sehr, sehr viel abgerissen worden und das Gera, ich habe nicht das Heimweh gehabt wie er. Er hat das Heimweh, er ist immer wieder zurück nach Wien und ich habe kein Heimweh nach Gera zu kommen, weil Gera ist absolut kaputt gemacht worden. Es gibt keine Geschichte von meiner Vergangenheit. Also ich kann nicht durch die Gassen gehen und vielleicht noch irgendein Haus entdecken. Ah ja, das Da war ich mal, weil das ist alles weg. Die haben eine Trabantenstadt aus Gera gemacht. Und ja, und das war früher eine sehr schöne Stadt. Und ich habe auch mein Gera, mein damaliges Gera, auch mit bei der Ausstellung. Und das ist das Gera, was es nicht mehr gibt. Jeden Nachmittag um 4 setze ich mich auf eine Jause an den Riverside Drive und begehe ein Ritual, das selbst im heimatlichen Hernals ausstirbt. In meine Kaffeetasse tunke ich Mannerschnitten, die es jetzt auch in den Geschäften am Broadway gibt. Aber alle Schnitten schmecken, als wären sie aus der Packung von Frau Ecker. Ich bin nämlich noch immer auf einer schweren Reise und brauche etwas Süßes.